Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Aufgebraucht-Video für den Monat März. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ich möchte euch einige Produkte zeigen, die ich gut fand, die ich nicht so gut fand, die ich aussortiert habe, und starten wir jetzt einfach mal. Okay, wir starten. Wir starten mit Badesalzen. Mit Badesalzen und Badezusätzen. Und zwar habe ich wieder fleißig gebadet. Und ich möchte euch gerne ganz schnell zeigen, womit ich gebadet habe. Genau. Richtig. Aufgebraucht habe ich diese Badesalze von Tetesep. Und zwar ist das basische Badesalz Detox Pure. Neutralisiert die Säuren auf der Haut. Gesundheitsbad mit weißer Tonerde und Aktivkohle. Also diese vier Teile waren in der Shapebox. Und zuerst war ich nicht so begeistert, als ich sie dort erblickt habe, weil die Vorgängermodelle, das sind jetzt neue Versionen, also die Vorgängermodelle mochte ich nicht so gerne. Die haben meine Haut ausgetrocknet. Und bei diesen kann ich sagen, dass mir der Duft eigentlich sehr gut gefallen hat, aber das Badevergnügen war jetzt auch nicht so berauschend. Es gibt auf jeden Fall bessere und von daher würde ich mir diese hier nicht nachkaufen. Dann habe ich, wie soll es anders sein, Dresdner Essenz aufgebraucht. Da habe ich mir letztens einen riesigen Vorrat angeschafft. Ja, die riechen wunderbar. Wenn ihr in Rossmann reingeht, DM, dort sind sie zu finden. Und zwar von Dresdner Essenz Tag am Meer. Ein Pflegebad mit Sommerduft und pflegenden Kokosöl, sanft und ausgleichend. Ich sag euch, es färbt das Badewasser wunderbar blau. Der Duft ist sehr lang anhaltend. Der ist wunderschön. Und ja, das sind meine Lieblingsbadesalze. Und von daher habe ich sie sehr gerne benutzt. Und die landen immer wieder in meinen Einkaufskörbchen. Wer Lavendel liebt, wird auch dieses Badesalz lieben. Und zwar ist das Badesalz Traumzeit. Entspannendes Badesalz mit Lavendelöl und Vanilleextrakt. Ist von Rossmann. Isana ist klar, Eigenmarke. Der Duft ist, wie gesagt, wunderschön. Eine schöne Komposition zwischen mit Lavendel und Vanille. Ganz, ganz toll. Das kann ich auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann habe ich hier Badeschaumbad, genau. Badeschaumbad, und zwar von Tetesep. Duftrichtung Lavendel und Lavendel und Vanille. Zeit für Träume, Leute. Ich sage euch, der Duft ist mega. Und die Farbe ist so intensiv, also wenn man das ins Badewasser kippt, die ist so intensiv. Die Farbe ist richtig, richtig schön. Dann dieser Duft, die Pflegewirkung ist sehr schön. Also mir hat es sehr gut gefallen. Das ist übrigens von Kneipp ein Aroma-Pflegebad. Kann ich jedem weiterempfehlen und werde ich mir definitiv nachkaufen. Das nächste Produkt würde ich so gerne weiterempfehlen, kann ich auch weiterempfehlen, aber leider ist es eine LE. Und zwar von Alverde, Pflegedusche Wohlfühlmoment mit Bio-Lavendel und Bio-Olive. Und auch ein ganz schöner, richtig schöner Lavendelduft. Die Olive riecht man auch so ein bisschen heraus, aber ich hoffe, dass das vielleicht wieder ins Sortiment reinkommt, beziehungsweise es wieder als LE geben wird irgendwann mal. Dann werde ich mir da wieder auch ein Backup holen. Dann haben wir hier Petite Marseillaise, so, wenn das so ausgesprochen wird. Le Petite Marseillaise. Marseillaise. Aber das ist kein E am Ende. Also wird das anders ausgesprochen. Marseillaise. Mal gucken.
Ist egal. Auf jeden Fall sieht es so aus und gibt es, glaube ich, immer noch zu kaufen. Und zwar Orangenblütenduft, Cremedusche. Genau, Cremedusche. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen vom Duft. Auch nicht sehr penetrant, sehr stark, wie man das vielleicht bei anderen Duschgelen kennt. Aber es gibt auch, ich habe Pfirsich, genau, Pfirsichblüte mochte ich auch sehr, sehr gerne. Und die kann ich auch sehr, sehr weiterempfehlen. Kategorie Haare. Ich habe hier aufgebraucht Antmatics Augenbrauen Enthaarungs wie nennt man die? Enthaarungsstreifen. Finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Muss ich wirklich sagen, weil mir, weil es einfach schnell geht. Eine Review habe ich gemacht darüber. Hier oben in dem i könnt ihr es nachschauen nach dem Video und unten in der Infobox. Und es hält auch sehr lange. Also ich finde, wenn man das aufs Auge legt, natürlich muss man aufpassen, dass man das auch richtig auf die richtige Stelle legt, damit man nicht die Härchen abzieht, die nicht abgezogen werden sollen. Das ist mir nämlich einmal passiert. Und dann war ein Drittel der Augenbraue weg. Trotzdem finde ich es sehr, sehr gut von der Anwendung her. Man pudert das so ein bisschen ab, das Auge, die Augenbrauen, und dann legt man es auf, zieht es ab und schon ist fertig. Und das dauert dann bei mir, bis die nachwachsen, ich würde mal sagen, 3 Wochen. Also 3 Wochen halt hält das wohl. Genau. Finde ich sehr gut, kann ich weiterempfehlen, werde ich mir auch nachkaufen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Doch, ich weiß, was ich dazu sagen soll. Aber ja, ich habe das hier von Aussie Miracle Beach Waves bekommen von meiner Schwester, weil sie damit nichts anfangen konnte. Und ich habe gedacht, komm, dann probiere ich das mal aus. Was das machen soll, es soll diesen Beach, nasse Haare, Salzhaare, Salz in der Haare, Beach Look hervorrufen. Aber mir steht Urlaubshaar das ganze Jahr. Verhilft dir im Nu zur perfekten Strandfigur. Ich frage mich, wofür? Wofür? Also für mich ist das nichts, weil ja, man sprüht es auf und dann hat man wirklich das Gefühl, dass man jede Menge Haarspray in der Haare hat. Also es macht auch keine besonderen Beach Waves. Also ich kann mit solchen Produkten im Allgemeinen gar nicht anfangen. Es gibt ja von verschiedenen Marken und das hat mir jetzt gar nicht gefallen. Ich weiß jetzt nicht. Nee, hat mir vom Duft nicht gefallen. Genau, das war das. Also ich mochte dieses Gefühl nicht und du konntest, also Haare durchgehen ging schon mal gar nicht. Und der Duft hat mir nicht gefallen. Keine Weiterempfehlung. Kommen wir zu den Masken, die ich aufgebraucht habe. Und zwar hat mir meine Schwester aus Thailand, aus ihrem letzten Thailand-Urlaub, Masken mitgebracht. Das ist von der Firma Royukis. Keine Ahnung. Royukis Perfect Poreless. 5-mal intensiv Maske. Facial Treatment Mask. Ach so, ein sehr, sehr konzentriertes Serum soll in dieser Tuchmaske sein, made in Korea. Oh, ja, ich fand es nicht schlecht, ne, aber ich konnte jetzt nicht entziffern, woher das kommt. Ja, okay, Korea, aber ob das tierversuchsfrei ist und so weiter, ja, weiß ich nicht. Ich fand den Duft auch ganz okay, also nichts sagend. Die Pflegewirkung war ganz okay, aber dann würde ich lieber zu den Misha-Masken greifen. Die sind auch aus Korea. Das sind koreanische Masken, die sind aber als tierversuchsfrei ausgezeichnet. Von daher, ich komme da ja eh nicht dran. Ne? Also wollte ich nur mal so erwähnen. Dann kommt das hier.
Dann kommt diese Maske, die hat mir meine Schwester auch mitgebracht. Und ich habe mich im ersten Moment wirklich sehr, sehr gefreut, weil ich das schon immer mal ausprobieren wollte. Das ist jetzt von der Firma, weiß ich nicht, Milette Fashioni. Snail Mask kommt auch aus Korea. Ja, made in Korea. Schneckenmaske, Schneckenschleimmaske. Ja, es gibt ja auch so Cremes und die sollen sehr, sehr gut sein und ich denke mal, es kann auch sein, dass sie wirklich sehr, sehr gut wirken und Schneckenschleim, ich weiß nicht, ich kann mich damit nicht anfreunden. Also letztens wollte ich sie benutzen und ich stand da wirklich vor meiner Badewanne oder in der Badewanne schon, lag ich da im Wasser, wollte die Maske auflegen, aber irgendwie hat sich in mir alles gesträubt. Ich weiß auch nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie wahrscheinlich eine gute Wirkung hat. Ich werde sie meiner Schwester wiedergeben, falls sie die wiederhaben möchte. Oder meiner anderen Schwester. Ja, also ich selber kann mich da jetzt echt nicht überwinden. Tut mir leid. Schwester Herz, wenn du das siehst, ich schaff das nicht. Dann habe ich hier eine Maske, ihr fragt mich nicht, woher ich die habe. Shape Up oder Vegan Beauty Basket, ich weiß es nicht mehr. Ja, die fand ich ganz okay. Ne? Also es ist eine Maske von The Beauty Mask Company, klärend und feuchtigkeitsspendend, mit Aktivkohle und grünem Tee. Ich fand die Anwendung ganz okay, aber es war halt nichts Besonderes. Und ich finde, Aktivkohlemasken sowieso haben bei mir ihren Reiz verloren und es gibt auf jeden Fall bessere Masken. Das war in einer Vegan Beauty Basket. Und ich liebe die Vegan Beauty Basket, weil sie halt natürliche Produkte enthält, tierversuchsfreie Produkte. Und das hier ist von der Firma Dabba. Deep Water Cleanser, das ist ein Micellenwasser. Es hat einen eigenen Duft. Der Duft war okay, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass manche ihn nicht unbedingt mögen würden. Die Reinigung war auch in Ordnung, aber nicht so gründlich wie vielleicht manch andere. Aber ich habe es irgendwie gerne benutzt. Das ist von Alverde, ein Zwei-Phasen Make-up-Entferner. Ja, ich habe mir gedacht, Alverde Naturkosmetik, da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Das ist eine Katastrophe, muss ich sagen, weil, oder für meine Augen eine Katastrophe, weil ich das nicht vertrage. Absolut gar nicht. Es fängt an zu brennen um meine Augen herum. Und ich habe es einmal benutzt, ich habe es zweimal benutzt und ich habe gesagt, da bringt nichts, bringt überhaupt nichts. Es brennt wie Hölle bei mir. Ich weiß nicht. Also von mir bekommt es keine Weiterempfehlung und ich werde es an meine Schwester weitergeben. Vielleicht verträgt sie das, aber komm weg. Dann habe ich hier von Nu Skin wieder mal ein Produkt aufgebraucht und zwar das Pure Cleansing Gel für ölige Haut. Achso, für Mischhaut und ölige Haut. Und ich muss sagen, ich fand es richtig gut. Es ist sehr gründlich. Es brennt nicht. Der Duft ist sehr, sehr schön. Wie kann ich den Duft beschreiben? Er ist frisch. Aber ein bisschen minimal blumig, frisch und sauber einfach. Also ein ganz toller Duft und Reinigungswirkung war sehr gut. Würde ich mir glatt nachkaufen, wenn ich nicht noch ein besseres Produkt hätte bei mir. Wenn ihr euch für Nu Skin Produkte interessiert, dann kann ich euch die Sunny Mom empfehlen. Sie ist eine ganz liebe Person und ich werde euch ihre Kontaktdaten bzw. ihren YouTube-Kanal unten in der Infobox verlinken. Das ist keine Produktplatzierung. Das Ding habe ich mir selber gekauft.
Jo, dekorative Kosmetik. Also ich freue mich da immer wie Bolle, wenn ich dekorative Kosmetik aussortieren bzw. aufgebraucht habe. Und zwar habe ich aufgebraucht von Catrice die Glam & Doll Mascara in Waterproof. Ich benutze diese Mascara als Zweitmascara. Also ich mache mir erstmal eine Schicht von meiner normalen volumenfördernden Mascara. Und zwar mache ich die erste Schicht drauf von einer anderen Mascara und dann kommt diese Mascara zum Einsatz, denn die trennt die Wimpern sehr, sehr schön, macht einen schönen Schwung und der Schwung bleibt auch oben. Also die Wimpern fallen nicht wieder in sich herab, sondern der hält wirklich den Schwung sehr, sehr gut und kann ich weiterempfehlen, würde ich mir auch nachkaufen. Weg kommt jetzt dieser Liquid Lipstick oder Lip Cream Ultra Matt von Trend It Up. Das ist eine hochdeckende Lippencreme, Lip Cream mit pflegender Kakaobutter. Es ist ein richtig schöner Liquid Lipstick, Lip Cream gewesen. Habe ich sehr, sehr gerne benutzt, aber mittlerweile, das Ding ist schon ein bisschen älter und das muss auf jeden Fall weg. Riechen tut er noch sehr, sehr gut, aber trotzdem beim Auftragen ist die Masse einfach bröckeliger geworden und von daher kommt es weg. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Das ist das letzte Produkt. Das wollte ich schon lange, lange wegschmeißen. Ja, deswegen ist es auch in meinem Aufgebrauchtkörbchen gelandet. Das sind die Wimpern, die magnetischen Wimpern von Essence, mit denen ich überhaupt nicht klar gekommen bin. Da habe ich ein Video gehabt, ich habe da eine Boutique versucht, irgendetwas aus der Boutique-Palette herauszuholen, was möglich war, bis es dann mit diesen Wimpern kläglich geendet hat. Verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Ich komme damit nicht klar, also ich weiß ich nicht, ich kann sie nicht so weit anlegen am Wimpernkranz, doch ich kann es oben anlegen, aber irgendwie, ja in dem Video habe ich es falsch herum angewendet, deswegen hat das nicht geklappt, aber hinterher habe ich es nochmal probiert, ich komme damit einfach nicht klar, deswegen kommt weg und ich kaufe mir nie wieder magnetische Wimpern mehr. Jo, das war's, das war mein Aufgebrauchvideo für den Monat März. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.